Hallihallo und herzlich willkommen zum ersten Projekt, das ich tatsächlich anfange und hoffentlich auch ja, ohne Probleme zu Ende kriege. Wie ihr seht, ist es Silence, der zweite Teil bzw. die Fortsetzung von Whispered World und ja, ich drücke mal A zum Starten. Ja, Optionen habe ich alles eigentlich schon eingerichtet mit der Grafik. Ich zeige euch das mal kurz. Auflösung. Qualität ist fantastisch. Vollbild und Vollsync. Upp, einmal zurück. Audio habe ich auch eingestellt. Ich hoffe, dass es nicht zu leise ist. Wenn doch, müsst ihr mir das einmal sagen. Und ja, ich spiele das Spiel nicht blind. Tatsächlich habe ich es vor ein paar Tagen einmal gespielt und durchgespielt, auch in einem Rutsch. Und ja, hier könnt ihr es sehen, Spielstand 1, 20.09.2018. Um 23.19 Uhr hatte ich es dann, glaube ich, fertig, ungefähr. Ja, und jetzt fangen wir einfach mal an mit Spielstand Nummer 2. Und ja, wir schauen mal, was uns erwartet. Noah? Rini, wir müssen in den Bunker! Ja, da habt ihr es nochmal gesehen. Silence und es lädt. Ja, ich finde, es fängt schon einmal sehr bedrückend an mit diesem Bombenangriff und wie die beiden da wegrennen müssen.
auch wie der Schneemann das Gesicht verzogen hat. Lass uns woanders hingehen. Es ist schrecklich eng und staubig. Man kann kaum atmen. Sag ihr, dass du deine Klaustrophobie im Griff hast, oder sag ihr, dass die letzte Panikattacke schon Monate zurückliegt. Ja, was genau habe ich beim letzten Mal gewählt? Ich weiß es gar nicht mehr und dabei ist es nur 2 Tage her. Aber ich glaube, es war, ich habe meine Klaustrophobie im Griff. Wir halten das schon aus, Rainy. Miss Clock sagt, hier ist es gar nicht sicher. Was weiß Miss Clock schon? Ich weiß, dass ich das gewählt habe beim letzten Mal, aber ich glaube, die Reaktionen waren ein bisschen anders, als ich es mir gedacht habe. Deswegen probiere ich jetzt mal mein Glück mit. Sie hat recht. Das Einzige, was sicher ist, ist der Tod. Hier bist du auf jeden Fall sicherer als draußen. Wir könnten uns draußen im Wald verstecken. Nein. Oder wir laufen zum Waisenhaus zurück. Sarah und Marie warten bestimmt schon auf uns. Verdammt nochmal, wir können hier nicht raus. Verstehst du das nicht? Alle, die jetzt noch draußen sind, werden draufgehen. Alle. Kleine Mädchen sind nicht unverwundbar. Sie werden genauso zerfetzt wie alle anderen. Das war nicht so gemeint. Rainy, ich wollte dir keine Angst machen. Rainy, es tut mir schrecklich leid. Bitte vergiss, was ich gesagt habe. Es wird dir nichts passieren, ich verspreche's. Was kann ich tun, um Rainy die Angst zu nehmen? Ja, auf jeden Fall nicht solche Sachen sagen, hör mal. Das ist nicht so gut. Okay, bewege dich mit Elle durch den Bunker. Machen wir doch mal. Dumm, 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 dumm. Fokussiere Objekte in deiner Nähe mit L oder nutze R. Drücke A, um das Objekt zu untersuchen. Ja, komm, den Fernseher probieren wir mal. Vielleicht läuft gerade ein Tierfilm. Pass mal auf, wir machen jetzt was, was Miss Clock gar nicht leiden kann. Ist die Opferzahl ungewiss? Sicher ist, dass der Luftangriff noch fortgesetzt wird. Ja, das hat jetzt nicht so geholfen. Was haben wir denn hier? Eine Socke? Ach, schau mal. Da ist ja die Socke, die ich letzte Woche gesucht habe. Jetzt ist bestimmt wieder die andere verschwunden. Socken gehören zusammen. Und trotzdem fehlt immer eine. Ist doch komisch, findest du nicht? Nein, das ist sogar ziemlich traurig. Haben wir hier einen Lampenschirm? Du magst doch Schattenspiele. Schau mal, Rainy, der Elefant ist wieder da. Oh je. Ja, was haben wir noch? Murmeln. Das bringt mich auf etwas, das Rainy bisher immer beruhigen konnte. Rat mal, wer ich bin. Na? Du siehst überhaupt nicht so aus. Und jetzt? Nee, du hast ja nicht mal Bommeln. Und wo ist Bot? Hm? Wo kriege ich denn hier eine Bommelmütze her? Ganz zu schweigen von einer grünen Superraupe. So, wir können jetzt mit Rainy sprechen und ich denke, bevor wir hier nach einer Bommelmütze suchen, machen wir das direkt. Sie bekommt immer Schluck auf, wenn sie sich fürchtet. Dann der Eselkopf einmal aufsetzen, bitte. Hey, der hat Bommelohren. Ich hasse es, mich zum Clown zu machen. Aber für Rainy tue ich's. So, ich glaube, können wir jetzt schon... Ja, jetzt können wir ihr auf jeden Fall schon mal die Bommel, um mir zu zeigen. Hallo, Rainy. Hallo, Sedwick. Wie geht's, Bot? Du kannst ihn gleich selbst fragen. Genau, jetzt brauchen wir nämlich einen Spot. Fernseher? Naja, ich weiß ja nicht. Aber ich glaube, wir haben da schon was gesehen. Nämlich diese Socke hier. Das da könnte ein Sockenspot werden.
Tada! Heute gibt es eine Wünsch-dir-was-Vorstellung. Ich wünsche mir die Geschichte von Silence. Wirklich? Nicht lieber das Pupslied oder das Rülps-Alphabet? Alphabet, nicht Bett. Jo, ich würde sagen, wir nehmen mal das Pupslied. Nein! Erzähl mir die Geschichte von Spot und Sedgwick, bitte. Na schön. Die Geschichte von Sedgwick also. Und seiner Welt Silence. Na klar. Und seiner Welt namens IA. Entschuldigung. Silence. Sedgwick war ein Clown, der nie lachte. Er wollte auch nicht, dass die Leute über ihn lachen. Also verließ er seinen Opa, seinen Bruder und den Zirkus und ging hinaus in die Welt. Aber nicht allein. Denn mit ihm ging sein bester Freund. Spot. Spot hat Sedgwick immer geholfen. Er konnte sich nämlich verwandeln in alles Mögliche. Und so schafften sie es bis zum König von Silence. Du brauchst eine Krone und noch was für die Prozefeiung. Immer schön der Reihe nach. Zuerst meine Krone. Fand ich jetzt schön das Geräusch so. Ja, da ist die Weenie, aber ich glaube, mit ihr können wir nicht groß sprechen. Den Schrank können wir mal aufmachen. Ein Spiegel. Aber ich glaube, als Krone eignet er sich nicht ganz so gut. Da haben wir aber schon was anderes gesehen, nämlich den Lampenschirm. Ach, da ist sie ja. Tada! Der König von Silence. Er war ein guter König. Aber dann wurde er krank. Und mit seiner Krankheit kam auch das Unheil über das Land. Die Felder verdorrten. Die Mauern der Städte bröckelten. Und alles begann zu zerfallen. Der König musste nur gesund werden. Dann wäre auch Silence gerettet. Sedgwick wollte ihm das Lebenselixier bringen. Ganz so, wie es ein altes Orakel prophezeit hatte. Shana ist nicht alt. Hast recht. Sie ist eher zeitlos. Und geheimnisvoll. Wo ist ihre Kristallkugel? Eine Kristallkugel. Ein Spiegel. Mal gucken. Ja, der ist rund. Aber trotzdem keine Kugel. Da hast du recht, Winnie. Aber ich sehe schon was, was rund ist. Die Birne. Hallo, Kristallkugel. Hatte Shana auch so eine? Bestimmt. Irgendwo. Die geheimnisvolle Shana prophezeite Sedgwick, dass er dazu bestimmt war, den König zu retten, aber seine Welt zu zerstören. Das wollte er natürlich nicht glauben. Er wollte dem König ein Lebenselixier bringen, stimmt's? Ja, aber als er im Schloss ankam, sah er, dass Shana recht hatte. Weißt du noch, was ihn im Thronsaal erwartete? Was dreht alles herum, ohne sich selbst zu bewegen? Im Thronsaal war kein König, nur ein Spiegel. Ja, und den haben wir ja schon gefunden. Als Hedwig in den Spiegel schaute, sah keinen traurigen Clown mit Bommeln. Sondern einen kleinen Jungen, der in einem Krankenhausbett lag. Bereit, die Augen nach langer Zeit das erste Mal wieder zu öffnen oder sie für immer zu schließen. Du warst das. Du warst krank und hast geschlafen. Und Sedgwick, Spot und Silence? All das war nur von dir geträumt. Ja. Was hat Sedgwick dann gemacht? Er zerschlug den Spiegel und ließ seine Welt untergehen. Um dich zu retten, denn du warst der König von Silence. Ah! Oh. Rini!